like some rebels. So, Wetter? Oh, sonnig morgen. Weizen können wir abernten mit Sense. Yep. Okay. Ein bisschen Eisen habe ich gefunden. Schon mal gut. Jade haben wir keine da drin. Dann kommt eine dahin. Quarz haben wir ein. Krone Träne. Passt. Da kommt das Monsterzeug hin. Achso, das kommt noch hier. Das. Braune sieht irgendwie vor dort aus. Kann das sein? Nee, nee. Okay. Gut. Das sieht nur so aus. Ich hätte es fast weggesenzt. Auch nicht, das kommt weg. Ja gut, aber die zwei dunkelgrünen Dinger sehen echt nicht schön aus. Ja, hellgrün. Zum Beispiel die Blumen und das hier. Das, ja. Ja, das ist, glaube ich, aus welchem Grund auch immer vergammelt. Ja, und Blumen unten ist auch eins vergammelt. Ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel, warum. Und eins fehlt da so unten komplett. Ja, das waren Krähen. Das war sicher eine Krähe, ja. Da hat die Range von der Vogelscheuche nicht mehr ausgereicht. Ja, 8x8. So. Jetzt reicht's. Ich auch mal noch so, als ob ich irgendwas tun würde. Meine Güte, jetzt. Was schon für ein Problem? Ja, nicht. Doch, meine Güte ist leer. Ja, meine auch. Hast du noch irgendwo ein Blümchen, Sascha? Nope. Okay. Weizen kann ich verkaufen? Nein, warte, ich glaube, das braucht man für irgendein Paket. Dann trage ich es erstmal noch ein bisschen mit mir rum. Vorderbundle, da. 10. 10 Weizen bräuchte man. Ich habe 9 aktuell. Ah, mehr haben wir nicht angebaut. Diese Pflanzen. Pack mal die neuen rein und dann kaufe ich noch ein paar und pflanze an. Wer wollte das nochmal? Harvey. Harvey, der Doktor. Okay. Harvey. Ich habe hier was für dich. Den komischen Fisch, den du für eine komische Medizinpaste wolltest. Bitte schmier mich nicht damit ein. Danke. Ich hätte ihn ja gegessen. Ja, aber da wollte er den halt für eine Paste haben. Ist nur die Frage, was ist das für ein Blümchen? Hm? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich lasse es erstmal auswachsen, damit ich da ein ordentliches, das gleiche wieder hinsetzen kann. Und eine Geode. Du hast es da anbaut. Ja, aber meinst du, ich merke mir, was ich da hinsetze? Und alles nacheinander da angepflanzt und ja. Kleiner Tooltip wäre praktisch, damit man weiß, was da wächst. Hm. Hat irgendjemand schon bei den Hühnern vorbeigeguckt? Nope. Stein. Oh, eine Geode. Gut, dann mache ich das noch schnell. Jo. Es klingt so ein bisschen genervt, Peter. Was ist denn los mit dir? Nö, überhaupt nicht. Wir haben 3 Hühner, ne?
Okay. Also Heu liegt noch drin und alle drei habe ich mal kurz Liebe gegeben. Nice. Das klingt so falsch. Kannst auch bei gutem Wetter... ach nee, das Gras ist noch nicht gewachsen, oder Sascha? Doch, ziemlich. Na, dann kannst du die dann kannst du diese kleine Falltür neben der normalen Tür aufmachen. Kommen sie raus, ja offen sein. Ah, okay. Die hat Sascha gleich am Anfang nur aufgemacht. Alles klar. Ich hab nichts gesagt. Gut. Ist doch besser so. Mhm. Weißt du, einfach mal Maul halten. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Hm, ja. Hm. Weißt ja eh Bescheid. Finde ich gut. Ja. Schaust dir einfach viel zu viel von Rambo ab. Hallo? Pilze sind schon wieder erntefähig. Das gibt noch ein bisschen Kohle heute. Sehr schön. Ja, gepflanzt. Ich habe jetzt keine Gießkanne mehr. Ach ja, aktuell. Okay. Auch eine nette Art und Weise, sich um die Gartenarbeit zu drücken. Vorerst. Ja. Danach bleibt die ganze Scheiße an mir hängen, ich merk schon. Ja. Ein bisschen. Vielleicht. Oder so. Hab ich mal ein bisschen ins Knie geschossen. Verdammt. Bisschen? Du hast da sogar in ein Knie geschossen und hast das zweite noch mitgenommen. So selten dämlich, wie das war. Bis wir angeschossen werden. So, dann gießen wir das hier noch. Ach komm. Nachdem ich heute nichts mehr vorhab. Ich schlage mich mal ins Bett. Was? Jetzt schon? Ja. Kommen 5 Minuten wieder. Und morgen gehe ich angeln. Den goldenen Weizen benutzen wir nicht fürs Community Bundle. Ich habe erstmal alles reingepackt gehabt. Ja, ich habe jetzt den goldenen verkauft. Ich dachte, du hattest nur 9 normale. Nee, die goldenen ist verschwendet dafür. Geben gut Geld, wenn man es verkauft. So, schnappe ich mir noch ein paar Beeren und hau mich noch mal kurz in die. In die Mine rein. Ich werde gleich noch ein bisschen angeln gehen. Okay. Die Bienenhäuser können wir erst dann oder lohnen sich erst dann zu bauen, wenn auch die Blumen ausgewachsen sind, oder? Ja, wir haben ohnehin noch keinen Ahornsirup. Stimmt. Das fehlt uns leider noch. Daran scheitert es ja gerade. Ja. Verdammt. Ist dir noch zu helfen? Nein. Gut. Da bin ich auch ganz realistisch. Es gibt keine Hilfe mehr. Na, immerhin. Wir sind eh nicht auf dieser Erde, um Spaß zu haben. Wir sollen leiden, bis wir unseren letzten Atemzug tun. Kommt mit so einer Carbon-Scheiße? Nein. Life is full of pain and misery. Ja, ich weiß, du hast das auch auf deinem Arm stehen. Esmalt. Da antwortet er wieder nicht. Doch, hab ich doch. Nein, hast du gar nicht. Ach, hallo Tina. Hallo Peter. Und, alles fit? Mehr oder weniger. Jetzt komm. Ja, ist so. Hörst dich krank an? Nö, eigentlich geht's mir so ganz gut. Ja, okay. Ich hab 7 Kilo abgenommen. Yay! Ja, herzlichen Glückwunsch. Gell? Nur freu aufpassen, dass sie nicht wiederkommen. Nein, das werden sie nicht. Schönes Schild aufstellen mit Umleitung. Am besten zu Nachbarn. Oder zu Schmeil. Ja, genau. Hab ich euch getan? Vieles?
Ich würde sagen, was hast du nicht getan? Ja, da wäre die Liste wesentlich kürzer. Ja. Verdammt, ich muss noch 3 Level runter. User has disconnected from your channel. Ich schaff's nicht mehr, Sascha. Ja, eben, deshalb gehe ich. Wie geht's Rambo? Ich weiß, nicht. Du verstehst die Frage nicht. Er hat gerade sein Foto bekommen. Ach, sehr schön. Also, wie wird's der Bestie wohl gehen? Das ist keine Bestie. Liegt fett grinsend auf meinem Teppich, die Vorderpfoten übereinander geschlagen, sein Köpfchen draufgeparkt. Und schläft. Ja, fein. Kriegt's noch nicht mal mit, wenn ich über ihn quatsche. Ist gut, weck ihn bitte nicht, sonst hat er nachher wieder schlechte Laune. Rambo! Gemein. Bist du scheiße. Der Arme. Rambo! Ich fühle mich so allein hier im Bettebene. Bist du auch? Ja, ich will nicht, dass ihr mein Bett klaut. Diese Bedürfnisse können wir hier leider nicht erfüllen. Ja, wollen wir auch Dank. Gar nicht. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und schlafen. Irgendwas läuft falsch Bett. Bei dir. Ich meine, dafür hast du eine Freundin, ne? Ja, ja. Shit. Weil du hast nur 10 Minuten. Oh, ui, das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Wunderschön. 2300. Also, Mann, der Typ. Dann könntest du doch jetzt eigentlich, was war das, die Hacke? Kupferspitzhacke? Die Spitzhacke, ja. Die Spitzhacke. Chilis! Oh, ja, ich will auch. Meins, alles meins. Ja, angeln nach Chilis. Ja, hallo? Wirf die Angel nach Chilis aus. Ja, immer. Ist meine. Ach ja, ihr müsst ja gießen. Ich kann ja gerade gar nicht. Was ist denn meine? Was macht ihr denn? Was spielt ihr denn? Ganz seltsame Sachen, Tina. Ja, das ist mir schon klar. Also ihr spielt nicht dieses Dings da mit dem Fußball und den Matchbox. Das klingt so abwertend. Hat sie jetzt gerade echt gesagt, Matchbox? Das klingt so abwertend. Tut mir leid, das finde ich aber eine sehr treffende Beschreibung, für mich zumindest. Nein. Doch für jemand, der da nicht so viel Ahnung hat wie ich, ist es eine sehr treffende Beschreibung, dass man sich vorstellen kann, was ihr da macht. Ihr spielt Fußball und Matchbox. Raketenbetriebene Matchbox. Ja. Mindestens Wegen. Das. Vielleicht sind es auch Transformer Matchbox, das ist mich auch wurscht. Übelst krass. Wenn man es genau nimmt, sind es sogar Schmeil. Jetzt darfst du wieder antworten. Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Ja. Das ist der einzige, der wo das halbwegs flüssig rausbringt. Ja, was mir so unter an den Biologieunterricht mit Desoxyribonukleinsäure. Gesundheit und gute Besserung. Der Titel ist doch gar nicht so schwer. Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Wäre genug. Ja. Und bei mir ist angekommen. Bla 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 bla. Matchbox Autos. Bla 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 bla. Fußball. Genau, Peter. Du hast es genau erfasst. Das ist so viel zum Thema Angeln. Jetzt habe ich die ersten 3 Stunden nur mit Gießen verbracht. Ja, richtig so. Meine Ausdauer ist auch komplett flöten. Ja, voll. Nur wegen Schmeil. Aha. Ihr werdet es mir morgen danken. Warum? Weil sie da Muskelkater haben? Nein, weil ich dann eine bessere Gießkanne habe. Angeber, Mann. Was? Dann packt das aus und spritzt durch die Gegend. Dann hol ich einen richtig großen, langen Schlauch raus. Ja, in deinen Träumen wahrscheinlich.
In Wahrheit ist es nur so ein kleines Stümmelchen. Hey. So ein Strohhalm im Wodka Red Bull drin. Nennt, nennt man das dann Kampfstachel? Kennst du diese ganz kleinen Baby-Kaktus hier mit den ganz, ganz Mini-Stacheln? Das heißt Kakteen. Ja, okay. Danke. Ich wollte es gerade sagen. Weil ich glaube, in Deutschland ist sogar mittlerweile echt beides erlaubt. Nein. Genau, wie auch inzwischen auch Oktopusse geht. Genau. Obwohl Oktopoden das Korrekte wäre, aber whatever. Ich finde ja Oktopussy ist gut. Dass dir das Wort wieder gefällt, das war ja klar. Das gefällt jedem hier. Aufgewartet. Gib's doch einfach zu. Wobei Oktopoden hat jetzt so ein Verwandtschaft. Was? Hm. Müsste man nur das P austauschen, oder was? Ja, richtig. Oktopoden hat doch auch was. Ich glaube aber nicht, dass eure worüber so reden wir der eigentlich? Überzeugt, dass Sascha im Nachhinein alles wieder rausschneiden darf. Weißt du, das sind dann so die besten Game. Übelste Action auf dem Bildschirm und dazu total sinnloses Gelaber. Übrigens, Peter, Thunfisch, 145 cm Länge. Buja-Chaka. Wow. Ja, Glückwunsch oder so. Da ist er, der Längenvergleich. Volle Kanone hin. Immer wieder bei Männern. Das hat ihn vor drei Tagen hat ihn so an seinem Ego gekratzt, dass ich gesagt habe, ich habe einen 97 cm Fisch rausgeholt, dass es jetzt gleich zwei neuere Angeln gekauft hat und jetzt ich habe jetzt ein 140 cm Ding rausgeholt. Ja, das ist so eine Männergeschichte. Ja, ja, auf jeden Fall. Wer hat den längsten? Nein, wer nein. Hat den größten? Ist. Wer hat den schwersten? Gut, das wäre jetzt ein bisschen okay, seltsam. Ob er es jetzt auf eine Waage legt, weiß ich nicht. Nein. Ich habe jetzt einfach mal das Druck weitergesponnen. Okay. Alles klar. Wisst ihr, das Schönste ist, ich habe direkt bei mir im Freundeskreis jemanden, der hat genau durch so etwas seine Frau gewonnen. Hört auf, so viel Scheiße zu labern, ich habe vergessen, was ich machen wollte. Sei du mal ein bisschen lieber zu uns. Mir zumindest. Bei den anderen ist mir egal. Ich rede von Schmeil. Wieso sprichst du ihn dann nicht direkt an? Genau, Schmeil. Weil es kann? Ach ja, ich wollte einen Amethyst holen. Toll, jetzt bin ich schon wieder mitten in der Stadt. Ganz gut gemacht, Schmeil. Über das Captain, wir sinken. Du bist doch schon lang unten angekommen, was willst du da noch sinken? Naja, wenn jemand ganz unten angekommen ist, dann ist es bitte Schmeil. Was hab ich Warum, schon wieder was, zu der ganzen Diskussion beigetragen? Ja, der kennt sich jetzt mit Wasser optimal aus. Der hat, wie gesagt, die letzten 5 Tage nichts anderes gemacht wie gangelt. Wir machen die Arbeit du und so. Du bist ja nur neidisch. Auf jeden Fall. Ja, total. Aber doch nicht auf Schmeil. Du machst hier voll das Mimimi. Auf jeden anderen würde ich da einsehen, aber auf Schmeil. Jetzt willst du es nicht mal zugeben, was bist du für eine Lusche? Ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, du bist gar nicht mehr zu sagen. Selber schuld, Sascha. Warum? Du hast gestern gesagt, wir sollen unsinnige Dinge reden. Während er aufnimmt, oder wie? Mhm. Damit ein bisschen Spaß reinkommt. Och, ich bin doch... Oh, Mann. Ja. Bricht ja, das aus. Wissen wir. Ja. Brich also, es aus. Du bist ein Vollhorst. Ja, ohne Scheiß. Das reicht wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Ich angel seit 5 Stunden. Hab mir extra die Köder eingepackt.
und denkt mir, warum wird das in der Leiste seit 5 Stunden nicht weniger? Genius. Einmal mit Profis. Weißt du, macht mich so rund wie ein Buslenker, weil ich am Angel bin. Aber so ein Kacknoob, so ein elender kleiner Kacknoob will mir ans Bein pissen. Ey, ich fass es nicht. Komm erstmal klar in deiner kleinen Welt, Digga. Ja? Läuft bei dir. Fett bist du geworden, Alter. Auf jeden Fall, Alter. Alter, ich lieb dich wie mein Bruder, ey. Nee, du echt nicht. Ich muss nicht begraben gehen. Ah. Oh Mann! No comment. Wenn man äquivalent zu dem Lachen von Tina versucht, die Angel rauszuziehen und den Fisch voll versammelt. Ja. Oh Mann. Wie waren wir da? Noob oder so? Ja. Ich kann nichts tun. Ich glaube, er ist kaputt. Noch nicht. Nein, das war ja. Was? Oh Gott. Was sollte jetzt dieser Affront? Wie man das schreibt. Lacht lieber weiter, ich ziehe jetzt gerade schon zum 5. Mal hintereinander Seetang raus. Läuft bei dir. Fett bist du geworden. Ach nee, das hatte ich ja gerade schon. Wir wissen es, in deinem Alter erinnert man sich auch nicht mehr an alles. Doch, nichts Neues. So ein elender Laschpuffer, ey. Was für ein Ding? Ja, das kennst du doch nicht, wa? Ich bin Schwabe, bei mir steht alles aufrecht. Ich glaube, jetzt haben wir Tina kaputt gemacht. Womit habe ich das noch verdient? Du dir alles selber zuzuschreiben. Ich? Ja. Wer denn sonst? Ich war vor 2,5 Jahren ganz normal. Und dann bist du ja... Du normal? Genau. Ja. Du warst nie normal. Wir haben Schmeile um die Ecke und alles war versaut. Aber weiß, was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Du bist ja an allem schuld. Also, wenn wir mal ganz genau sind, ja, dann ist eigentlich Wiesel an allem schuld. Wiesel? Weil Wiesel ist nicht da, der kann sich gerade nicht wehren. Okay. Logik, ja. Mhm. Und das war dieser dämliche Arsch, der mich hier in den Clan geschleppt hat. Ja, du hättest ja auch einfach ablehnen können, aber nein. Muss hier raus. Kennst doch Mario. Ja, leider. Aha, langsam. Bei Mario kann man nicht ablehnen. Doch mal schlafen gehen. Jo, sollten wir. Ja, ich schmeiß Gute Nacht, John also Boy. Cool. Was gibt der Rechnung? Du bist noch nicht da. Wie ist Sascha? Okay. Er hat's nicht geschafft. Oh, oh, da haben die Zahlen schon gerattert. Oh. Level 4 Combat. Kann jetzt Korkenfischköder und Tatzjäger herstellen. Oder Korkenköder ist praktisch.
Der bleibt ein bisschen am Fisch hängen. Ah ja, ja, ja. Der heftet sich so dran. Gott, ganz ehrlich, das Spiel hört sich genauso interessant an, wie wenn man Gras beim Wachsen zuguckt. Like some rebels.